Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmbesprechungen. Wir besprechen diesmal drei Filme, drei Stück, das ist hier mal was ganz Besonderes. Ja, nein, ist es nicht. Wir machen immer drei Filme, immer irgendwie aktuelle Kinostarts, immer aktuelle Streamingstarts. Wir machen echt derb viel. Wir haben 10 Ausgaben diese Woche, das ist echt krass übel. Voll viel. Ich wäre überrascht, wenn es irgendeinen anderen Audio-Podcast gibt, der dermaßen viele aktuelle Filme und auch Serien bespricht. Wenn ihr einen findet, der annähernd mithalten kann, sagt mir Bescheid. Wir besprechen hier zunächst den Film Der Geheime Garten, ein Film, der auf einem Buch basiert und die Lida kennt den Hintergrund von diesem Film und diesem Buch sehr gut, war sehr gut vorbereitet, wusste also auch einige Details, die sie in die Besprechung mitgebracht hat, währenddessen die Anna da eher so eine ist, wie ich einen Film gucken würde. Also quasi jetzt nicht so mega vorbereitet, den mehr so auf sich wirken lässt und deswegen hatten die beiden Damen ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der Film jetzt nun eigentlich gewesen ist und diese doch sehr spannende Besprechung hört ihr jetzt gleich zu Beginn. Es folgt eine Besprechung des Films Astronaut, da hatten wir vorab den Pressescreener, den sich in dem Fall Kenny, Steven und Christopher gegeben haben. Der Film ist eben hier ausgiebig von denen besprochen worden und dann hatten wir noch die Gelegenheit, die liebe Laura Winterling zu diesem Film zu interviewen. Sie war oder ist Coach für Astronauten, Astronautentrainerin und hat ja eben einfach total den Plan von ja, dem Leben als Astronaut und aus genau diesem Grund hat sie uns hier Frage und Antwort stehen können. In dem Fall eben den Christopher, der das Ganze aufgezeichnet und dieses Interview hört ihr dann im Anschluss. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung der Serie Für Umme. Für Umme läuft aktuell bei Prime Video und der liebe Stu hat das Ding für uns geschaut. Auch hier hatten wir Pressescreener und es ist einfach so, dass diese Serie ganz knappe Folgen hat. Das waren immer nur so 10, keine Ahnung, 15 Minuten pro Folge. Es sind noch nicht viele in der ersten Staffel gewesen und ich habe da auch mal reingeschaut. Das sieht ganz interessant aus, wie sie nun wirklich geworden ist und ob das jetzt unterhaltsam ist und ob man dafür vielleicht wirklich mal seinen Prime-Video-Account reaktivieren müsste. Das erzählt uns der liebe Stu, der die Serie zusammen mit dem Max besprochen hat, der natürlich ein paar total smarte Fragen am Start hatte. Ladies and Gentlemen, ich freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Außerdem wäre es voll toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf zum Beispiel Apple Podcast, auf Facebook, auf podcast.de, auf Google Podcast oder einem der vielen anderen Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Das würde uns sehr gefallen, sehr helfen und wenn ihr noch Langeweile habt, teilt uns noch auf Social Media Plattformen eurer Wahl. Ihr wisst Bescheid. Jo, jetzt haut mal rein. Viel Spaß. Bis dann. Tschö. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder vom Telestammtisch. Diesmal mit einer Kinderbuchverfilmung, deren Titel ihr alle garantiert kennt, Der Geheime Garten. Wieder mal. Diesmal bin ich hier mit Anna, ich bin Lida und wir erzählen euch erstmal, wer denn bei dieser Verfilmung nun mitgemacht hat. So viel können wir schon mal sagen, ein paar bekannte Namen sind dabei. Hallo, und zwar, er wurde directed by Mark Munden und produziert von David Hyman und Rosie Ellison. Und er basiert halt einfach auf dem Roman von The Secret Garden von Frances Hodgson Burnett. In den Hauptrollen spielt Colin Firth, den kennt man unter anderem zur Schokolade zum Frühstück. Wie heißt der Vorname nochmal? Sag's mir. Schokolade zum Frühstück. Das sagt mir jetzt gar nichts, der Titel. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Bezug. Bridget Jones meinte ich. Okay. Bridget Jones, genau. Von Bridget Jones und noch ein paar anderen englischen Filmen. Dann Julie Walters ist auch eine sehr bekannte Schauspielerin. Die Hauptdarstellerin ist Dixie Erickson und Adam Hayhurst, spricht man denn aus, oder? Eden Hayhurst und Amy Wilson haben wir noch dabei. Genau. Ja. Und er kommt am 23. Oktober 2020 in die Kinos. Genau. Und wer von euch jetzt die Vorlage kennt und schon mal eine Verfilmung gesehen hat, der weiß vielleicht, Colin Firth, wir haben es schon angedeutet, ist nicht zum ersten Mal in einer The Secret Garden Verfilmung dabei. Jetzt ist er ein paar Jahre älter und darf diesmal den alten Onkel spielen. Dieses Mal nur noch mal kurz zusammengefasst für euch. Die meisten wissen es ja schon, aber worum geht es? Die Handlung im Film ist nicht ganz die des Buches. Mary Lennox, die mit ihren Eltern im britisch besetzten Indien aufgewachsen ist, kommt nach deren Tod zu ihrem Onkel und dort ist sie erstmal ziemlich traumatisiert von ihren schweren Erlebnissen. Also gar nicht das total verzogene,
missmutige, arrogante Mädchen, das wir eigentlich aus der Buchvorlage kennen. Der Film weicht da stark von ab und orientiert sich mehr an der Anime-Serie, die mal in den 90ern auch hier im Fernsehen lief. Mary erkundet erstmal die Gegend im ländlichen England und trifft dann nicht nur einige Spielgefährten, sowohl in tierischer als auch männlicher Form, sondern sie entdeckt auch einen geheimen Garten, dessen Geheimnis sie dann gemeinsam mit den anderen Kindern, die sie in Umgebung und auch in dem unheimlich anmutenden Herrenhaus vorfindet, ergründen möchte. Und vermutlich stellen wir uns jetzt alle, als wir gehört haben, dass es wieder einen neuen Der geheime Gartenfilm gibt, die gleiche Frage, nämlich... Anna, was war die erste Frage, die du dir so gestellt hast, als du das gehört hast? Weder besser oder schlechter als der erste Verfilmung. Und wie haben sie den umgesetzt? Okay, also wir stellen uns alle völlig unterschiedliche Fragen. Manche fragen sich, wird der besser oder schlechter, wie wurde er umgesetzt? Andere wie ich haben sich zuerst gefragt, warum? Warum wird ein Buch, das so vor Rassismus und Klassismus trieft, wie Der geheime Garten, überhaupt nochmal verfilmt? Das ist doch jetzt wirklich was, was wir nicht mehr hören wollen. Ja, wir wollen nicht mehr auf der Leinwand Bücher haben, in deren Vorlage es heißt, Inder seien keine Menschen, sondern Tiere. Ne? Wir erinnern uns ja alle, wie das als Kind okay, gelesen. Ja, das stimmt. Wir haben das ja alle gelesen oder die Mehrheit von uns. Und wir erinnern uns ja, wie zum Beispiel Mary Lennox da empört ist. Du hast mich als eine Wilde, die Inder sind da keine Inder, die Inder sind da nur die Wilde, als eine Wilde bezeichnet. Wie bitte? Das ist die schlimmste Beleidigung, die es da gibt. Und wir haben Klassenvorurteile, wir haben Rassismus. Das alles ist in diesem Buch essentiell drin. Potts & Burnett, ja, hat ja auch andere richtig üble Kinderbücher verfasst, nämlich Der kleine Lord und Sarah, die kleine Prinzessin, sind die bekanntesten. Warum kommt diese Frau nochmal auf die Leinwand? Kann keiner sagen, aber wir mussten es sehen. Und wie fandest du es denn, Anna? Also ich muss sagen, er war eigentlich ein schöner Kinderfilm. Von dem, also ich habe das Buch leider nicht gelesen, aber von diesem ganzen Rassismus-Ding habe ich jetzt in dem Film nicht so viel mitgekriegt. Das kann man ja auch heutzutage nicht mehr so bringen. Was ich fand sie schon ziemlich verzogen und arrogant am Anfang. Also das fand ich jetzt, was du gesagt hast, dass das ein bisschen abgeschwächt ist, das habe ich jetzt nicht so empfunden. Vor allem gegenüber den kranken Jungen. Und so fand ich es eigentlich eine schöne Sonntagsunterhaltung für die Familie. Da haben wir grundverschiedene Meinungen. Zum Beispiel hat der Film zwar versucht, indem er einige Charaktere mit Persons of Color besetzt hat, diese Rassismusdebatte oberflächlich abzuschwächen. Wir haben dann aber da ein anderes Klischee, nämlich das der glücklichen Bediensteten, die hier eben noch dunkelhäutig sind, was denn so dieses Klischee Happy Slaves aufruft. Wir sehen am Anfang besonders, wie die arme Landbevölkerung da auf dem Moor schuftet und dass Mary da in Privilegien lebt und später sogar Freunde oder der armen Bevölkerung hat, ist dafür niemanden je ein Problem. Also nicht nur völlig realitätsfern, dass ihre adlige Restfamilie das einfach so akzeptiert, sondern dieses ganze Klassenproblem, was durch die unterschiedliche Machtstellung und die unterschiedliche Finanzsituation entsteht und auch mehrfach im Film dezent die Handlung beeinflusst, wird niemals irgendwie aufgelöst oder einfach quasi schön gefärbt. Das hat der Film überhaupt nicht hinbekommen, das irgendwie aufzulösen oder zu modernisieren. Aber was soll ich sagen? Ich habe es ja schon erwähnt, die Vorlage ist eben so übel, dass man da schwer was Gutes draus machen kann. Also aus dem Stück Scheiße kann man halt keinen leckeren Kuchen backen, ne? Ja, wahrscheinlich habe ich ihn da mit ein bisschen anderen Ansprüchen angeguckt wie du. Also ich versuche schon immer zu gucken, was ich auch... im Film sehe, dass es eigentlich schon mittlerweile arbeiten sie immer mehr, ja, aber es ist halt einfach ein ziemlich weißer Film, da hast du schon recht, mit ein paar schwarzen Flecken drin. Aber ich fand jetzt zum Beispiel den Garten eigentlich schön umgesetzt, also vom Design her, vom Film. Wir haben da ein paar Special Effects, die Pflanzen zum Leben erwecken. Ja. Dadurch wird aber die Grundthematik, der einzige positive Aspekt, den das Buch noch hat, völlig zunichte gemacht. Im Buch geht es ja darum, dass Kinder eigentlich sich draußen aktiv bewegen sollten und nicht nur die ganze Zeit drinnen sitzen und das gemeinsame Arbeiten, ein gemeinsames Projekt, Kindern helfen kann, wie die Blumen aufzublühen. Tiefsinniger wird es bei Hodge & Burnett leider niemals. Aber diese an sich nette oder noch akzeptable Botschaft, dass Kinder ein bisschen Bewegung im Freien brauchen und vor allem Projekte, die sie erfüllen und nicht nur stumpf da sitzen und im Haus sein, nicht gehört werden, sondern nur gesehen. Das kommt überhaupt nicht mehr vor. Es ist völlig nivelliert worden.
Wir haben jetzt dafür so eine seltsam anmutende Fantasy-Handlung. Der Film will dann auch noch ein bisschen die Vergangenheit aufarbeiten, was aber auch nicht gelingt, sondern nur die Handlung weiter zerfranst. Und die Schauspieler können es leider nicht rausreißen, fand ich. Ja, es war halt einfach, fand ihn halt einfach ein Familienfilm. Ich habe mir jetzt über diese Rassismusdebatte überhaupt keine Gedanken gemacht. Das tut mir echt leid. Kein Problem, denn dazu gibt es ja Filmkritik. Wir sagen euch die Dinge, die ihr im Hinterkopf haben müsst, damit ihr eine gute, informierte Wahl treffen könnt, wenn ihr euch einen Kinofilm aussucht. Und hier werden halt nicht nur die Konflikte unbefriedigend behandelt. Der Film bietet auch weder Spannung und nicht mal die paar Elemente, die im Buch noch ganz nett waren, sind hier auf der Leinwand angemessen aufgearbeitet. Der driftet so hin und her zwischen Familiendrama, denn Kinderkrimi und ein bisschen Fantasy und findet einfach keine Richtung. Wir haben schwache Schauspieler, klischeehafte Charaktere und dass da dann noch dieser ganze rassistische Überbau ist und das ganze Klassenthematische da immer noch weiter ignoriert wird, das gibt ihm einen so üblen Beigeschmack, dass ich nur sagen kann, wie gesagt, Leute, es gibt viele tolle Bücher, aber bitte produziert mal was anderes als immer wieder das Gleiche. Das ist nicht mehr zeitgemäß und es wird auch nie zeitgemäß sein. Hoffe ich zumindest, dass so eine Zeit nicht nochmal kommt, wo sowas in Ordnung ist. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich muss auch sagen, ich fand auch, dass der Film keinen Spannungsbogen hatte. Der ist eigentlich gleichmäßig vor sich hingetröpfelt. Also ich fand ihn auch so ein bisschen langweilig. Er ist langweilig. Es gibt, wie gesagt, keine befriedigende, geradlinige Handlung oder keine Spannungskurve. Es gibt auch keine interessanten Charaktere, die irgendwie sind nicht mehr sympathisch. Sie sind einfach in erster Linie, das ging mir persönlich beim Buch schon so, aber der Film kann das auch nicht ausgleichen. Sie sind in erster Linie nervig und anstrengend. Keine Leute, mit denen man gerne Zeit verbringen will. Und dann gibt es nur noch diesen Aspekt, der später in der Handlung vorkommt. Es gibt einen scheinbar kranken, gehandicapten Jungen, der im Haus vom Onkel gefangen gehalten wird. Da haben wir jetzt so einen richtig üblen Fall von Münchhausen bei Proxy und denken, wow, wird der Onkel vielleicht mal dafür gestraft, dass er seinen Sohn, der sich dann als gar nicht krank herausstellt, da im Haus einsperrt und quasi dem so eine Art Krankheit anrichtet. Und nein, das ist einfach Friede, Freude, Eierkuchen. Was diese Botschaft sendet, Kindesmisshandlung in medizinischer Form oder medizinische Gewalt sei in Ordnung. Und wenn Eltern sowas machen, dann würde man am Ende noch den Kindern die Pflicht auferlegen, dieses Problem zu lösen. Nein, Leute. Menschen ja, mit stimmt. Münchhausen bei Proxy, die sind schwer psychisch krank und wenn die ihre Kinder misshandeln, gehören die entweder in die Anstalt oder in den Knast, zumindest vor Gericht. Und es ist nicht einfach so ein Happy End, wo man mit denen dann Ringel reintanzt, wenn sie jahrelang ihre Kinder so schlimm misshandelt haben und im Haus eingesperrt haben. Hallo? Das ist einfach auf jeder Ebene, kann man sich bei diesem Film so ein Facepalm-Film, wo man sich immer nur wieder denkt, was haben die sich dabei gedacht? Und wie gesagt, der ist ja für Kinder. Erwachsene erkennen ja noch solche Faktoren. Für Kinder ist er aber gedacht und richtet sich auch an die. Und das ist genauso unangebracht, wie das Buch schon eigentlich für Kinder aufgrund dieses ganzen Rassismus und Klassismus völlig ungeeignet war. Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Insofern werden wir langsam mal ein paar Blümchen hier für den Film vergeben. Also, dass es bei mir hier nur so eine plattgemähte Wiese gibt und keine Blümchen, kann man sich schon denken. Aber Anna, du hattest ja am Anfang doch eine durchaus positive Meinung. Wie viele Blumen gibst du dem denn jetzt von 0 bis 5? Ich gab ihm 2,5, weil ich ehrlich gesagt das Design recht schön fand, vor allem die farbenprächtigen Gärten. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich bin da ein bisschen unvoreingenommen reingegangen. Aber ich fand ihn unterm Strich ziemlich langweilig und jetzt auch nicht so ein Film da, boah, den muss ich unbedingt sehen. Da war so von der Story her und so weiter, war der halt einfach, das hat man schon 100-mal gesehen, das hat man bei Heidi gesehen, das hat man bestimmt noch bei anderen Filmen gesehen. Kleines Mädchen macht Jungen wieder gesund. Blah. Also von mir gibt's eine abgeschnittene Blume, weil das Production Design, die Kamera, die Regie vom technischen Level her, das war alles okay. Die Schauspieler waren jetzt nicht toll, aber auch nicht unterirdisch. Aber mehr ist da, wie ihr aus meinen Vorreden bereits entnehmen könnt, nicht drin. Und ich hoffe mal, dass die Leute, die damals die im Verhältnis dazu wirklich überlegene Anime-Serie gemacht haben, zumindest ein paar Tantiemen kriegen, wenn von deren Werk so viel hier geklaut wurde in dem Film. Also, das war's von uns mit The Secret Garden, der demnächst im Kino startet. Wir sind der Telestammtisch, Anna und Lida, und damit sagen wir, vielleicht hören wir uns bald wieder. Tschüss. Ciao.
Willkommen, Pioniere und alle, die fremde Welten und das unendliche Weltall erforschen wollen. Wir besprechen heute den Film Astronaut. Er dauert 1 Stunde und 38 Minuten, kommt am 15. Oktober 2020 in die Kinos. Regie führte Shelagh McLeod und in den Hauptrollen sehen wir Richard Dreyfuss, Lyric Bend und Krista Bridges. Ich bin Christopher, heute an meiner Seite Kenny. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag. Und Steven. Heidi ho, ihr lieben Leute. Und Kenny, was erwartet uns in Astronaut? In Astronaut geht es um die Weltraumfahrt, würde ich sagen. Es geht um die Raumfahrt, es geht um Astronauten, wie es der Name schon sagt. Und es geht um Angus Stewart. Das ist die Hauptrolle. Ein 75-jähriger ehemaliger Ingenieur, der mittlerweile ein bisschen ins Alter gekommen ist, ein bisschen ungesund ist, ein paar Krankheiten hat und auf dem besten Weg ist, im Altersheim zu landen. Und er bekommt mit, beziehungsweise sein Enkel bekommt mit, dass es eine Ausschreibung gibt, um ins Weltall zu fliegen. Es gibt einen Wettbewerb, einen Milliardär, ähnlich wie unser Tesla-Chef, wie der Name gerade entfallen ist. Elon Musk, korrekt. Quasi eigentlich eine ähnliche Person. Ein reicher Mann gründet eine Weltraumorganisation, den ersten kommerziellen Weltraumflug und macht eine Preisausschreibung und sucht Freiwillige, die quasi dort mitmachen. Und es gibt gewisse Kriterien und die heißt eigentlich, du darfst maximal 65 sein. Der gute Angus ist 10 Jahre drüber und bewirbt sich trotzdem dahin und es geht darum, ob er es denn schafft, ins Weltall zu kommen oder nicht, ob er denn einer von diesen Glücklichen wird, der da mitfliegen darf. Ganz genau. Der Film ist jetzt sehr, sagen wir mal, romantisierend, was das Ganze angeht. Und da schließt sich auch gleich jegliche Form von Realismus aus. Also man muss diese Geschichte so hinnehmen, wie es ist. Man könnte sich jetzt in der Realität das Ganze, könnte man das auseinandernehmen bis zum geht nicht mehr und sagen, ja, sobald hier aufgeflogen ist, dass Angus 10 Jahre über dem angesetzten Alter ist, hätte es dann niemals Möglichkeiten gegeben, dass er das machen kann. Und auch wie die Geschichte hier aufgezogen wird, warum er doch die Möglichkeit bekommt, sich in dieses Programm zu mogeln, das wäre alles nicht so aufgegangen, dieser Plan. Hattet ihr da Probleme mit oder konntet ihr das beiseite schieben, weil die Geschichte an sich euch gefallen hat und gut inszeniert war? Also ich konnte mich durchaus darauf einlassen. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass es in Wirklichkeit so vielleicht nicht hätte vonstatten gehen können. Ich fand die Inszenierung okay. Es hat mich schon bei der Stange gehalten, obwohl es sich schon auch ein Stück weit zieht. Und am Ende geht es ja auch nicht so wirklich darum, dass es jetzt wirklich um so eine Weltraumreise geht. Das ist ja, eigentlich ist es ja nur ein riesiger MacGuffin. Also es hätte ja genauso gut irgendein anderes Lebensziel sein können von dem guten Angus. Letztendlich geht es ja darum, dass er einfach nochmal seinen Lebenstraum, den er hatte, halt erfüllen möchte und alles halt dafür tut. Und das fand ich solide inszeniert, vor allem halt auch aufgrund von Richard Dreyfuss. Und deshalb fand ich das jetzt nicht so schlimm, dass da schon ein bisschen, ja, Realitätsferne mitgespielt hat. Um mal kurz noch zusammenzufassen, der gute Angus ist der Ingenieur für Straßenwesen. Er hat Straßen gebaut und ist halt ein studierter Mann, intelligenter Mann, sehr intelligenter Mann, der sich sehr für Wissenschaft und solche Sachen begeistert. Und der hat früher Autobahnen und Straßen und solche Sachen gebaut. Da war ein richtiger Profi drin und hat da auch eine Studienarbeit drüber geschrieben, wie eine Autobahn oder eine Straße zu beschaffen ist, je nachdem, aus welchem Material zum Beispiel die Erde dort besteht. Thema Autobahnkrebs, falls ihr das kennt, auch hier in Deutschland, das gibt's ja oft, ne, dass irgendwelche Autobahnen plötzlich ganz schnell kaputt gehen innerhalb von wenigen Jahren, weil da halt die falschen Materialien benutzt wurden. Und genau das hat der gute Angus gemacht. Also er ist quasi nicht aus der Raumfahrt, das ist nicht so, dass er irgendwie ein Raketenwissenschaftler war, sondern er war halt ein intelligenter Ingenieur, der halt sich mit anderen Kram beschäftigt hat. Und dann kommt diese Raumfahrtgeschichte. So, und jetzt mal auf dem wissenschaftlichen Grundbasis zu gehen. Also die starten dort in der Geschichte nicht mit einer Rakete oder mit einem Space Shuttle hoch, sondern die benutzen dieses Flugzeugträgersystem, wie es zum Beispiel auch Virgin Atlantic macht oder Virgin Galactic, falls ihr das kennt, dieses kleine Flugzeug, was in der erste kommerzielle Weltraumflug quasi, das ist ein Flugzeug, das fliegt hoch in die Atmosphäre, sehr weit hoch, mit einer kleinen Extra-Kapsel drin, die dann abgetrennt wird und die dann mit einem Extra-Boost nochmal nach oben geschossen wird. Rein theoretisch, von der Physik und von der Wissenschaft her, ist das sogar möglich, das so zu machen. Und dieses Prinzip nutzen die. Also die benutzen halt nicht irgendwelche Trägerraketen wie Space Shuttles, wie wir es halt quasi aus der Raumfahrt kennen. Ja.
So, und da kommt die Sache mit Angus dazu. Das heißt, die benutzen ein Raumschiff, ein riesengroßes, und starten auf einer riesengroßen, endlos langen Landebahn. Ähnlich lang wahrscheinlich wie die von Fast and Furious, die berühmte Autobahn, falls ihr die noch kennt. Und ja, und man braucht halt diese Landebahn. Und da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Der gute Angus findet das natürlich heraus, weil er ist ja der absolute Profi, was Autobahnen angeht. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt in dieser Geschichte. Und dazu kommen ja noch ein bisschen emotionale Sachen mit seiner Tochter, mit seinem Schwiegersohn, die gerade so ein bisschen in einer kleinen Ehekrise sind. Dann hast du noch seinen Enkel, der total lieb und süß ist. Und dann er selbst noch, der nicht mehr ganz fit ist und dann noch ins Altersheim muss. Und ja, also der Familienplot, der war halt da, um das Ganze ein bisschen auszuschmücken. Ich fand es jetzt für die Main Story an sich war es halt irgendwo funktional notwendig, aber ich finde, das hat dem Ganzen nicht so viel gegeben. Nur der finale Knackpunkt, wie schon gesagt, ist halt, dass Angus findet heraus, dass da mit dieser Startbahn etwas nicht stimmt und dass der geplante Flug wahrscheinlich dann schief gehen wird. Und er sagt das dann auch diesem Milliardär, der das ganze Projekt plant, schummelt sich dann auch unerlaubt in diese Station rein, in diese Anlage rein, um mit ihm persönlich sprechen zu können. Und das wird dann eben als Rechtfertigung benutzt. Ja, Angus hat recht, was die Startbahn betrifft, also müssen wir dem Mann hier irgendwie unseren Dank zollen und ihn daran teilnehmen lassen. Und ja, ich finde, das ist ein recht wackeliges Storygerüst. Da kann man sich so drauf einlassen. Aber ich glaube, in der Realität wäre das in erster Linie so, ja, danke für Ihre Expertise und wir setzen das um und einen schönen Tag noch, alter Mann. Dann hätte man ihm halt einfach vor die Tür gesetzt. Also ich habe halt Probleme damit gehabt, das so zu schlucken, dass ein Milliardär so in der Schuld steht, dass er das Gefühl hat, deswegen irgendwie seine eigenen Regeln zu übergehen, die er für dieses Projekt aufgestellt hat. Also das ist tatsächlich auch was ich dann etwas strange fand, vor allem, wenn man, also ich finde, man hätte die allerletzte Szene, wenn man die weggelassen hätte, hätte ich das halt besser gefunden. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber ich finde so ein komplett offenes Ende und mit ihm halt irgendwie da noch, das hätte mir besser gefallen. Und so fand ich dann, wusste man ja, auf was man sich einlässt, wenn man solch einen alten Mann in solch ein Raumschiff setzt. Und das dann halt dem Zuschauer so auf die Nase zu binden zum Schluss nochmal, das fand ich dann schon irgendwie strange. Und dass er es generell zugelassen hat, so wie du es gerade schon erwähnt hast, da bin ich ganz auf deiner Seite. Das ist schon irgendwie, das war dann für mich zum Schluss zu viel. Darf ich mal dazu erwähnen, habt ihr den Trailer alle gesehen von dem Film? Sicherlich ja, oder? Ja. Also wer den Trailer gesehen hat, weiß, was im Film passiert. Ich muss echt sagen, ich habe in den letzten paar Jahren keinen Trailer gesehen, der so spoilerlastig ist wie der Trailer von Der Astronaut. Ah, schon, so einige Trailer habe ich in den letzten Jahren gesehen, die verraten so viel. Aber ja, das ist kein Trailer, das ist eigentlich eine zweiminütige Zusammenfassung. Ja, also tatsächlich. Und allein schon, wenn du den Trailer gesehen hast und dann den Film guckst, denkst du so, ja, gut, ich weiß ja, wie es ausgeht. Weil du wartest ja auf die Szenen, die du siehst. Es geht ja darum, dass du erfahren willst, dass der Angus ja es in Weltraum schaffen will. Und im Trailer siehst du, ja, sitzt im Raumschiff mit dem Markus, er hat einen Raumanzug an, er hat einen Helm an, sitzt eine Rakete, macht so Daumen hoch zu Markus rüber, so, ja, okay, gut, haben wir gesehen, ne? Nächster Film, so. Also, ja, der war erstmal wieder einer dieser Fälle. Aber ja, das ist leider eine Krankheit, die grassiert also, in dem Bereich stark. Dass viel zu lange Trailer kommen, die einem eben keinerlei Mysteriöses mehr vermitteln wollen. Das ist sehr schade. Aber kommen wir mal auf den Familienplot zurück. Ich fand, obwohl das so 0815 geschrieben war, hat das doch ganz gut funktioniert in Bezug auf die Darsteller. Also ich mochte den familiären Konflikt und auch Angus selbst. Richard Dreyfuss ist halt absolut routinierter Schauspieler seit vielen, vielen Jahren. Der weiß, was er zu tun hat und auch das Verhältnis zu seinem Enkel, das Verhältnis zu der Frau. Das war zwar alles nicht so gut geschrieben, dass es einen durchgehend gepackt hat, aber das hat im Großen und Ganzen schon funktioniert. Ja, gebe ich dazu. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, einer der Stärken des Films. Mal abgesehen vom Science-Fiction-Part, der ein bisschen dürftig ist, ja, und noch von der Machart her, vom Science-Fiction, also vom Special Effect Faktor weg davon. Der Familienfaktor, dieses Emotionale, was dahinter steckt, glaube ich, das ist, was der Film wirklich treibt und was sie noch halbwegs gut macht.
Das ist meine Meinung. Also ich, die Sache ist ja die, Angus kommt ja ins Altersheim und natürlich, wie es natürlich ist, er kommt ins Altersheim und natürlich findet er sofort ganz viele Freunde, die dort sind. Ja? Unter anderem auch den Glenn, Len heißt er, ist halt ein älterer Mann, der im Altersheim ist, der kann nicht mal richtig reden und keiner nimmt sich die Zeit, ihm mal richtig zuzuhören. Dann findet man raus, dass er doch noch ein bisschen was äußern kann und er freundet sich halt mit ihm an, die sitzen halt oft draußen im Freien, gucken sich die Sterne an oder sitzen irgendwo auf der Wiese und haben ein Teleskop dabei und schauen sich die Sterne an und da entsteht so eine Freundschaft. Man merkt das gleich am Anfang, dass da halt wirklich, da wird eine tiefe Freundschaft verbunden. Allerdings weiß man auch, wenn man das mitkriegt, weiß man genau, was passieren wird, ja. Und ich will jetzt auch wieder nicht spoilern, das kann man dann am Ende machen, machen wir einen Spoilerbereich. Aber das war halt auch sehr vorhersehbar, was dann passiert. Dann die Geschichte zwischen, also zwischen seiner Tochter und dem Ehemann und dem Enkel. Ich muss sagen, die Geschichte zwischen dem Enkel, Barney heißt er, und mit Angus, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dieses junges, lebendiges Wesen, so ein Kind, so total neugierig und lebendig mit Angus zusammen, der quasi nur Blödsinn plant. Er bringt ihn da quasi auf die Idee mit dem Weltraum, ne? Und das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das war sehr sympathisch. Das hat sehr gut funktioniert, weil der Junge hat in Angus etwas gesehen, was der Junge in seinen Eltern halt nicht gesehen hat, nämlich die Neugierde auf etwas Neues, der Forscherdrang, das Entdecken halt neuer Möglichkeiten und das über den Tellerrand blicken. Und das halt diese Eigenschaft von Angus gepaart mit der natürlichen Neugierde auf die Welt, die kleinere Kinder ja nun mal haben, das war sehr schön, dass daraus eben diese Connection bestand zwischen Großvater und Enkel. Die halt, die Eltern, die waren halt mehr angepasster, mehr, ja, komm, dass da alles Blödsinn. Und deswegen war das stimmt. Das war so der schönste Aspekt von den familiären Bindungen da. Also generell haben mir diese ganzen familiären Plots auch ganz gut gefallen. Ich fand das schauspielerisch auch gut, aber wie fandet ihr denn die Darstellung in dem Altersheim? Also das hat mich ein bisschen gestört teilweise, weil, also die Verbindung zu Len, das oder das, was mit ihm dargestellt wurde, das fand ich immer ganz cool. Das hat mich auch berührt und ein bisschen gepackt, aber ich fand so den Rest der Leute da aus dem Altersheim so sehr nah an der Überspielung. Definitiv, also in einem echten Altersheim läuft es halt leider Gottes nicht so ab. Sehr schön, wenn alle so drauf sind wie die, dass die alle noch total kindlich sind und sich benehmen wie kleine Kinder, wie kleine Teenager, die auf der Klassenfahrt sind und sich vor ihren Lehrern verstecken, weil sie irgendwelchen Blödsinn gemacht haben. So, leider Gottes sieht es in echten Altersheim nicht so aus. Auch Thema, dass die Leute nicht mehr fit sind und nicht ganz so agil wie dort dargestellt. Dort sind alle irgendwie gesund, habe ich das Gefühl. Also, da hat keiner irgendwas Schlimmes und alle sind einfach nur aus purer Langeweile im Altersheim. Ich meine, wer im Altersheim ist, geht nicht hin, weil man sagt so, ach, ich bin alleine zu Hause, so, ich gehe jetzt ins Altersheim, so, das ist ja nicht der Fall. Und aber das ist halt, das soll das Ganze verschönern, wir wollen das Problem ja nicht ablenken. Es geht ja hauptsächlich um Raumfahrt und um den Konflikt zwischen Angus und den Kindern. Ich glaube, wenn du da jetzt noch so viel ernsthaft dich reingepackt hättest zwischen kranken, älteren Leuten, die da vor sich hin sterben zum Beispiel oder sowas, ich glaube, das hätte den Fokus von dem Plot weggenommen. Von daher ist es eigentlich ganz süß, weil das ist was Positives in dem Film, diese Altersheim- Kombination zwischen den ganzen Mitbewohnern. Das soll so dieser positive Aspekt sein und nicht der negative. Ja, es wird halt sehr schön gezeigt, dass Angus da überhaupt nicht hingehört mit dem Programm, das da abgespielt wird. Am Anfang diese Frau, die da vor denen singt und all das. Aber insgesamt war die Grundstimmung da doch eher positiv. Es war eine sehr fluffig dargestellte Version eines Altenheims. Ja. Hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört. Es ging halt nur, es war halt nur ein Hindernis, das da eingestreut wurde, um zu zeigen, der Angus hat noch einen weiten Weg vor sich, um sein Ziel zu erreichen. Und ja, auch da, genau wie mit dem Familienplot, es war halt da und es war funktional und es plätscherte aber zu sehr an der Oberfläche, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Also die spannendsten Aspekte bezieht der Film eben ganz klar aus dem Konflikt zwischen diesem Milliardär und Angus und seinem Fachwissen bezüglich des Straßenbaus und wie er dazu beitragen kann, doch noch in dieses Programm aufgenommen zu werden. Alles, was drumherum passiert, ist leider nicht auf dem Niveau, was die Intensität betrifft, was die Dringlichkeit betrifft. Das geht nicht so gut ineinander über. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Drang, ich möchte bitte einen Spoiler-Part machen und ich möchte mich mal heute so richtig auskotzen über den Film. Ich möchte mal ganz richtig ablassen. So richtig abbranden möchte ich gerade. Na los, dann kannst du doch direkt starten. Ja, wir können eigentlich, genau, wir geben jetzt unser Fazit ab und gleich danach gibt es dann die Spoiler-Ecke.
Okay. Dann wie viel? Dann starte ich mal kurz, wenn ich so frei sein darf. Natürlich. Also im Kern ganz süße Geschichte mit auch einer wirklich positiven Message. Das darf man nicht, das ist ja heutzutage auch nicht mehr so selbstverständlich, dass man eben eine Botschaft verbreitet wie diese und auch vor allen Dingen auch für Leute in dem Alter, dass es immer noch wert ist, an seinen Träumen festzuhalten, dass es immer noch etwas geben kann, wofür es sich lohnt zu kämpfen und auch, dass es nicht sinnlos ist, sich in dem Alter ein Ziel zu setzen. Das ist alles schön, das in einem Mainstream-Film unterzubringen, aber es ist halt ein bisschen erstens flach von der Inszenierung, es ist nicht so emotional aufwühlend, wie es sein könnte und es ist halt auch ein bisschen mit zu viel unglaubwürdigen Dingen gepflastert. Also man muss schon eine Menge Dinge ausblenden, um sich voll und ganz darauf einzulassen und da auch richtig emotional mitgehen zu können. Deswegen gut gemeint, aber leider nicht so gut gemacht. Dann gebe ich mal die Hälfte. Ich gebe 2,5 von 5 Space Shuttles. Okay, dann schließe ich mich mal direkt an. Also ich kann dir im Grunde genommen da vollkommen zustimmen. Ich fand, dass vor allem die schauspielerische Leistung da das Ganze zumindest noch ein klein wenig über das Mittelmaß hinausheben. Und deshalb würde ich an dieser Stelle 3 von 5 altersgebrechliche Space Shuttle-Raketen raushauen. Okay, und dann komme ich dazu. Ich hatte ein bisschen überlegt, was ich mache. Aber ich bin halt echt ein Fan. Ich liebe Raumfahrt. Ich liebe Filme über das Weltall. Und es gab in den letzten paar Jahren echt richtig gute Beispiele, an denen man sich vergleichen kann und sagen kann, die haben es richtig gemacht. Und dann sehe ich sowas, so einen Film über den Rentner, der irgendwie nochmal sein Lebensziel erreichen will. Und dann vermischen sie es mit irgendeinem Raumfahrtkram. Und dann machen sie es nicht richtig. Ihr macht 2,5, ich wollte eigentlich überlegt, dass ich sage, okay, ich gebe ihm 3 und bin schon böse, aber ich bleib dabei, ich gebe ihm 3,0. Als positiven Nebeneffekt ist diese emotionale Bindung zwischen ihm und der Familie und dem Bewohner Len in dem Altersheim, da hätte ich fast geweint, muss ich sagen, das war wirklich sehr emotional. Das ist die einzige Stärke dieses Films, wirklich diese emotionale Bindung zwischen den Charakteren, die war wirklich schön. Alles andere ist so dahin geklatscht und nicht zu Ende gebracht irgendwie, das wirkt so ungewollt. Von daher von mir 3 Space Shuttles von 5. So, jetzt möchte ich bitte ranten. Jetzt möchte ich mal richtig. Das war jetzt die Besprechung an sich und nun geben wir Kenny die Gelegenheit, ein bisschen zu ranten. Kenny, Feuer frei. Also, Nummer 1, ich hab's ja schon gesagt, der Trailer. Wie kannst du bitte einen Trailer über einen Raumfahrtfilm machen, wo es darum geht, einen 75-jährigen Rentner mit Herz-Kreislauf-Problemen ins Weltall zu schicken, ja? Wenn man sich mit Raumfahrt beschäftigt, weiß man, wie krass die Bedingungen sind, was du alles haben musst und was du nicht haben darfst, damit du nicht ins Weltall fliegst. Da reicht eine 10 cm große Narbe auf dem Bauch und du darfst nicht ins Weltall fliegen. Aber einen 75-Jährigen mit Herz-Kreislauf, den schickt man ins Weltall. Komm, kein Problem. Ne? Da herrschen ja plus G-Kräfte von 10, 12 G. Alles gut, kein Problem. So, dann zeigen die auch noch, wie er es schafft im Trailer. Das heißt, du brauchst den Film gar nicht mehr sehen. Ja? Und dann denke ich mir so, warum, das ist doch gerade der Hauptplot, du willst doch wissen, schafft er es. Da kannst du doch übelst die Spannung einbauen. Und dann weißt du im Trailer, okay, der hat einen Helm auf, sitzt in einer Rakete und bla. Ja, gut, toll. So, und dann arbeitet der ganze Film darauf hin und dann passiert's. Dann fliegt der los mit einer echt schlecht animierten Animation, wie dieses Raumschiff auf der Startbahn startet. Und dann findest du bloß raus, okay, er hat es ins Weltall geschafft, bumm, und plötzlich ist er tot. 3 Jahre später sitzen die Familie draußen auf der Wiese und gucken ins Weltall und freuen sich, dass ein Asteroid vorbeikommt mit seinem Namen. So, und dann siehst du halt, dass er tot ist und mit einem Bild an der Wand mit seinem Astronautenanzug, wo ich sage, hä, was ist denn da jetzt noch passiert? Was ist denn da passiert? Ich will da mehr wissen. Ihr schickt den ins Weltall, der ganze Film geht darum, den ins Weltall zu schicken, dann fliegt er ins Weltall und dann ist der Film vorbei. Und dann stirbt er irgendwann und du erfährst nicht, warum. Also war es nicht irgendwie so, als er dann tatsächlich ins Weltall fliegt, dass du irgendwie gesehen hast, dass sein ganzes Leben nochmal an seinem geistigen Auge vorbeilief? Und ich habe das Gefühl, ist er tatsächlich dann schon da bei der Startsequenz gestorben? Das wäre ja mega makaber, Alter. Ja. Aber so habe ich es auch interpretiert, ehrlich gesagt. Es wird ja dann, kommt ja dann auch so ein helles Licht. Ja. Und ich dachte eigentlich, jetzt blendet der Film aus und dann ist er halt auch vorbei. Und das wäre für mich halt ein viel besseres Ende gewesen als nochmal dieser Nachklatsch, weil der hat halt überhaupt nichts hinzugefügt. Der überlässt überhaupt nichts dem Zuschauer. Also ja. ich hätte jetzt gern für mich halt selbst überlegt, ja, was ist denn, hat er es geschafft? Hat er die Erde denn noch sehen können aus dem Weltall? Ist er vielleicht dabei schon gestorben? Ist er nochmal zurückgekommen?
was auch immer. Aber halt dann wieder so ein bisschen den Zuschauer zu bevormunden und ihm nochmal direkt auf dem Tablett zu servieren, er hat es nicht geschafft, aber der Familie geht's gut und die gucken jetzt ans All und sehen diesen, also das fand ich total blöd, wirklich. Ja, echt, definitiv. Das ging mir mega auf den Piss. Wirklich, den ganzen Film geht's darum, den ins All zu schicken und dann so, du siehst ja nicht, wenn es wenigstens im Sinne von, er hat's geschafft, du siehst doch irgendwie eine schlecht animierte Szene, wie der irgendwo durch eine Raumstation schwebt oder sowas. Aber ja, dazu kommt es auch, es ist ein Film über Weltraum und die Anzahl von Shots, wo du mal das Raumschiff siehst, das ist doch weniger als eine Minute. Wo du mal irgendwie einen Hangar siehst, eine Landebahn, genauso wie die Landebahn. Die Landebahn ist ja angeblich kaputt und wird repariert. Wie wär's denn mal mit vielleicht ein paar Baggern, die um die Landebahn fahren und irgendwelche Bauarbeiten zu sehen, und da steht Markus daneben und guckt sich die Bauarbeiten an. Zum Glück haben wir rausgefunden, dass die Landebahn kaputt ist. Nicht mal das gibt es. Der geht dorthin, sagt hier, die Landebahn ist kaputt. Der Markus sagt, okay, ich glaub dir. Und dann ein halbes Jahr später, bumm, Landebahn ist repariert. Was ist das? Das könnten halt Budgetgründe gewesen sein. Aber ganz ehrlich, gesagt hat. Mach's richtig oder mach's gar nicht. Also echt, also wirklich gerade bei Science Fiction, es gab in den letzten paar Jahren so viele AAA-Titel zum Thema Raumfahrt. Sei das Interstellar, sei das Ad Astra, sei das Aufbruch zum Mond. Es gab so viele perfekte Beispiele, wie du gute Raumfahrtfilme machen kannst, die realistisch wirken mit ordentlichem Budget. Aber das ist doch einfach nur hingerotzt. Das ist doch. Aber ich glaube, du hast da einen anderen Anspruch an den Film gehabt, als vielleicht die Macher hatten. Also, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, auf mich wirkt das alles wie so ein riesiger MacGuffin, weil es letzten Endes, glaube ich, mehr darum ging, zu zeigen, wie der halt an seinem Lebensende doch nochmal seinen Traum verwirklichen möchte. Und ob das jetzt Raumfahrt ist oder dann nimm halt ein Thema, was weniger Geld frisst zum Thema Spezialeffekte. Also ja. das wäre auf jeden Fall ein valider Einfall, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass halt einfach auch mit dem Titel Astronaut und dann halt auch mit dem, was im Trailer gezeigt wird, weil wenn man den Film noch nicht gesehen hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass die Szene, die man dort sieht, halt auch praktisch die letzte des Films ist. Hätte ja auch sein können, dass das in der Mitte des Films passiert und dann noch irgendwas anderes im Film stattfindet. Aber wenn dann letzten Endes so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt wird, so wie das jetzt bei dir natürlich der Fall war, dann ist das natürlich irgendwie verfehlt, das Thema. Weil, also was Raumfahrtfilme betrifft, das hat ja wirklich einen Quantensprung gemacht in den letzten Jahren, definitiv, wie du gesagt hast. Definitiv. Gravity, Interstellar, Aufbruch zum Mond, Ad Astra. Es gab so viele großartige Filme in den letzten Jahren zu dem Thema. Und dann sieht man hier den Titel, dann kann man natürlich auf die Idee kommen, das spielt dann eine wichtige Rolle. Und das stimmt, das ist, wie Steven gesagt hat, das ist ein Film über ein alter Mann und seinen Traum. Mehr darüber als denn tatsächlich ein Film über die Raumfahrt. Und das kann natürlich dann die Erwartungen in falsche Richtung lenken, aber ja, ich kann verstehen, warum man da eben seine Probleme hat. Der Film legt den Fokus auf die zwischenmenschlichen Dramen, ist da aber trotzdem nicht stark genug, teilweise nicht emotional auffühlend genug, auch von der Regie her ziemlich flach inszeniert. Ich glaube, das war der Punkt. Die Regie hätte da einfach mehr Spannung rausholen müssen. Das war über weite Strecken einfach inszeniert wie ein Fernsehfilm. Ja, und legt den Fokus auf die menschlichen Dramen und weniger auf den Aspekt, die Hürden zu überwinden, um ans Ziel zu kommen. Und hätte man darauf mehr Fokus gelegt und das packender inszeniert, dann wäre das okay gewesen, auch wenn man jetzt letzten Endes nicht so viel vom eigentlichen Raumfahrt-Adventure gezeigt hat oder zeigen konnte. Ja, wie gesagt, es hätte doch andere Themen gegeben, wo du die gleiche Story als einpacken könntest, nur halt mit einem anderen Traum, mit einem anderen Ziel. Ja. Ja, jetzt habe ich in diesem Fall mich nicht gut vorbereitet. Ich hätte mal vorher nachgucken müssen, ob das auf irgendetwas basiert. Wisst ihr das? Basiert das auf einem Roman oder irgendwas in der Art? Das weiß ich nicht. Also meines Erachtens. Ich weiß es auch nicht, ne. Also meines Erachtens ist es weder auf wahren Begebenheiten, noch ist es irgendwie auf irgendeinem Buch oder sowas, auf eine Novelle oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach nur ein dahingeklatschtes Drehbuch. Ja, gut. So ein bisschen das Beste kommt zum Schluss mit Weltraum. Das wäre ein tolles Ende gewesen für das Beste kommt zum Schluss. Jack Nicholson und Morgan Freeman im Weltall. Ja. Das wäre viel cooler gewesen, aber okay. Also an die Zuhörer, wenn ihr einen guten Film mit alten Leuten im Weltraum sehen wollt, dann guckt euch Space Cowboys an. Meine Empfehlung dafür. Ja, der macht auch großen Spaß.
Okay, wenn wir dann soweit alles haben, möchte ich noch auf etwas hinweisen, denn nach dieser Besprechung gibt es noch ein kleines Special. Ich habe ein Interview geführt mit Laura Winterling. Die ist Physikerin und ehemalige Astronautentrainerin, Ausbilderin und hat die Promotion für diesen Film übernommen und hat uns dazu ein paar Fragen, die Antworten geliefert. Ansonsten möchte ich mich dann bedanken bei dir, Steven. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und auch bei dir, Kenny. Sehr gerne. Und wir blicken weiterhin zu den Sternen und hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Wiedersehen, tschüss. Tschüssi. So, ihr habt gerade unsere Besprechung zum Film Astronaut gehört und jetzt haben wir dazu noch ein besonderes Special für euch. Ich habe das Vergnügen, mit Laura Winterling sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo. Sie ist Physikerin und trainierte 8 Jahre lang Astronauten an der ESA, der Europäischen Astronauten-Weltraumbehörde. Und sie ist unter anderem heutzutage auch als Motivationssprecherin unterwegs. Und da kommen wir gleich dann mal zum Film an sich. Wie genau kam sie mit den Produzenten des Films in Kontakt? Tatsächlich über meine, ja, etwas länger andauernde Karriere als Astronautentrainer und jetzt Selbstständigkeit Speaking Human Spaceflight bin ich aufgrund eines Vortrags, den ich online gehalten habe, mit den Produzenten in Kontakt gekommen. Ich spreche ja viel über bemannte Raumfahrt, spreche darüber, was wir von Astronauten lernen können, wie man eine Mission auf die Raumstation gestaltet, was wir überhaupt bei der Europäischen Raumfahrtagentur in Köln machen mit unseren Astronauten, wenn wir die ausbilden. Und das hat so schön in den Kontext des Films gepasst, zumal ich natürlich ja auch selbst so ein bisschen mit einem zwingenden Auge dem ein bisschen hinterher gucke, so, verdammt, wie kann ich jetzt eigentlich auch vielleicht dasselbe auch mal tun wie unsere Astronauten, wie komme ich vielleicht mal ins All, bin ich da dazugekommen und man hat gesagt, Mensch, dein Thema passt super zu diesem Thema des Films. Astronaut geht ja um viele große Träume, die uns ein Leben lang begleiten und darüber spreche ich eigentlich auch immer. Ja, und wir sehen ja in dem Film einen, ja, Senior, der sich darauf vorbereitet, eben diese Reise ins All antreten zu können. Welche körperlichen und physischen Voraussetzungen müsste denn ein Otto-Normalverbraucher mitbringen, um eines Tages mal ein Weltraumtourist werden zu können? Also im Moment ist das mit den Weltraumtouristen ja noch etwas spärlich gesät, aber wir legen ja schon die Grundsteine dafür. Für alle da draußen, die sich tatsächlich interessieren, mal ins All zu fliegen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer einfacher werden. Unsere Astronauten zurzeit, die ausgesucht werden von den Raumfahrtagenturen, die müssen tatsächlich ein bisschen ein härteres Auswahlverfahren hinter sich bringen. Also zum einen mental gut ausgerüstet sein. Viele kommen vom Militär, sind Flieger, sind Ärzte, haben sich lange mit Wissenschaft auseinandergesetzt, haben da vielleicht auch einen Doktortitel drin gemacht, können mehrere Sprachen sprechen, sind nicht ganz sportunaffin. Ja, also Fitness spielt natürlich auch eine große Rolle bei uns. Aber das, was wir alle mitbringen können und an dem wir alle arbeiten könnten jetzt schon zu Hause, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, nämlich Neugierde, das zu tun. Und könnte man da ja jetzt nicht ein konkretes Datum, aber schon einen Zeitraum nennen, wann wirklich gewöhnliche Bürger eines Tages mal so zum Spaß auf den Mond fliegen könnten, wenn sie das möchten? Oh, auf den Mond tatsächlich. Da müsste ich jetzt in die große Glaskugel gucken und müsste raten. Ja, also ich hoffe ja, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre irgendwie doch möglich ist, dass sich da einiges vorwärts bewegt. Zumindest kann ich schon mal sagen, wir werden alle in den nächsten paar Jahren wieder zusammen vor unseren Fernsehern oder Tablets sitzen können und das nochmal neu mitverfolgen. Also alle, die so wie ich das verpasst haben mit der ersten Mondlandung, wir dürfen gespannt sein. Ja, es dauert nicht mehr lange, dann kommt sie wieder und wir können gespannt sein, wer dann alles dabei ist. Aber tatsächlich, wer jetzt schon Lust hat, einfach mal ins All zu fliegen, das ist alles schon möglich. Ja, man muss irgendwo meine Spardose nachgucken, ob da noch so 40 Millionen Euro rumliegen, dann kann man sich den Flug jetzt schon kaufen. Da habt ihr es gehört, Leute. Ein bisschen mehr auf die hohe Kante legen und dann nächstes Jahr halt mal nicht die Malediven buchen, sondern das. Genau. Ist natürlich mit einem Augenzwinkern gesagt, aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab es immer mal wieder Weltraumtouristen. Die meisten sind mit den Russen geflogen auf einer russischen Sojus-Rakete.
Und das waren ja auch eigentlich Otto-Normalbürger. Ja, wenn Sie sich Science-Fiction-Filme ansehen, in denen halt Astronauten agieren, müssen Sie sich da oft an den Kopf fassen, wenn Sie sehen, dass das irgendwie schlecht recherchiert ist oder dass da Sachen gemacht werden, die vollkommen unmöglich sind? Ich finde, in den vergangenen Jahren, die Filme, die also einen Science-Fiction-Charakter haben und rausgekommen sind, super. Aus dem Grund, weil sie sich endlich als Science-Fiction-Filme mit etwas beschäftigen, was tatsächlich stattfindet. Also angefangen von anderen Filmen von ein paar Jahren, ja, die über die Raumstation gingen, wie jetzt der Film Astronaut. Das sind Sachen, die tatsächlich jetzt auch schon stattfinden. Kommerzielle Raumfahrt gibt es seit diesem Jahr auf jeden Fall. Der Haken ist dran. Die ISS gibt es, die wird immer wieder hergenommen für Filme. Dass man nicht immer alles hundertprozentig richtig machen kann, das liegt in der Natur der Sache. Persönlich finde ich aber, die Recherche hinter diesen Filmen ist enorm gut. Gab es da irgendwelche Favorites, die Sie hatten in den letzten Jahren? Naja, mein Herz ist jetzt schon mit dem Film jetzt Astronaut, denn geht mir ja auch selber sehr nahe. Ja? Es geht um einen Traum, den man lange nicht zur Seite legen kann und sich dann irgendwann doch sagt, komm, einmal noch. Natürlich. Sie übernehmen ja hier momentan die Promotion für den Film. Hätten Sie denn auch mal Interesse, dann bei einer Produktion dieser Art tatsächlich am Set zu sein und als technische Beraterin fungieren zu können? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das immer sehr viel bringt, wenn man sich natürlich mit dem Metier direkt auseinandersetzt und dann auch mal jemand fragen kann, du sag mal, ist das Buch denn eigentlich rot oder grün, was wir da nehmen? Passt der Knopf da oder nicht? Und in meinem vorherigen Leben als Astronautentrainerin dürften wir natürlich ja alle eintauchen, genau in diese Welt. Und wir mussten diese Knöpfe ja alle in- und auswendig können. Das heißt, ja klar, wenn jemand Interesse hat, noch einen Weltraumfilm zu machen, so ein Science-Fiction-Film, der eigentlich ein Science-Reality-Film wird, ich bin dabei. Gut, die Nachricht geht jetzt raus an alle Studios, damit sie Bescheid wissen. Die stehen zur Verfügung. Schon letzte Frage. Was wäre das Erste, was Sie tun würden, wenn Sie eine Reise ins All antreten könnten? Ja, super Frage, ja, stellen sich, glaube ich, sehr viele Menschen und stelle ich auch gerne meinem Publikum, wenn ich spreche. Und da kommt ja immer sehr viel zurück, ja. Also ich kann sagen, tatsächlich die Astronauten, die auf der Raumstation ankommen, das Erste, was wir machen, wie nach einer langen Autofahrt, ne, wir rennen alle erstmal aufs Klo. Aber danach, ja, das Wichtige ist, was passiert danach? Und tatsächlich danach würde ich auch den schnellsten Weg suchen, um rausschauen zu können. Einmal gucken, die Erde tatsächlich mal sehen und mich hoffentlich völlig hinwegreißen lassen von dieser phänomenalen Aussicht. Ja, das würden wir wahrscheinlich alle tun. Gut, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke auch. Und wir blicken weiterhin zu den Sternen. Das ist super. Danke sehr. Tschüss. Gerne. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung einer Streaming-Serie aus den deutschen Landen. Für Umme heißt sie, hat 11 Folgen, jede Folge dauert in etwa so 10 Minuten und neben mir ist die Person, die sich diese Serie durchgezogen hat, Stu. Hallo. Ja, machen wir es kurz und knapp, um was geht's? Für Umme handelt von Mo, 33 Jahre alt, der er seitdem man die Schule quasi verlassen hat, davon träumt, Schauspieler zu werden, also ein Schauspielstar zu werden. Ein Traum, der sich bislang nicht erfüllt hat. Er stromert von Casting zu Casting und als seine Eltern ihm dann auch noch den Geldhahn zudrehen, dann hat er echt echte Probleme. Aber der Mo ist so ein Schlingel. Er schlingelt sich so durch so alle Problematiken seines Alltags durch und leider ist er auch so ein Fettnäpfchenmagnet. Und jede Folge, du hast es schon gesagt, geht 10 Minuten, aber in jeder Folge gibt es mindestens 2, 3 Fettnäpfchen, in die der liebe Mo tritt. Ich lese, dass Martin Semmelrogge auch mitspielt. Ja, Martin Semmelrogge hat eine Rolle, die allerdings nur, glaube ich, in Folge 3 oder 2 vorkommt. Aha, gut. Warum werben die dann mit dem? Sonst irgendjemand mit dabei, den man kennen sollte? Oliver Kuritke?
Ja. Der ist sogar öfters mal dabei. Ansonsten Sabine Witowa, die kennt man als Bastian Pastewkas Agentin in Pastewka, das ist die Mutter von Mo. Und ganz viele so bekannte Gesichter, wo man, glaube ich, sagt, so okay, ich kenne die Nase, aber ich weiß den Namen nicht. Okay, gut. Warum dauern die Folgen nur 10 Minuten? Gibt es nicht mehr her oder warum haben die dann nicht einfach einen Film draus gemacht? Also stellenweise habe ich mich das auch gefragt. Es gibt so ein paar Episoden, die stehen für sich. Dann gibt es aber auch so ein paar Episoden, die erzählen eine weiterführende Handlung. Und die 11. Folge endet auch mit einem, ja, ich möchte sagen, so einem halbgaren Cliffhanger. Mhm. Ich nehme an, das ist was Finanzielles. Die Serie wurde, glaube ich, schon 2013, wurde, glaube ich, schon die erste Folge gedreht oder geplant. Und da gab es wohl diverse Querelen, deswegen hat das Ewigkeiten gedauert. Sie haben dann auch irgendwie von der Filmförderung Geld bekommen, 64.000 Euro. Das ist natürlich nichts. Dafür dafür verköstigt Til Schweiger 3 Tage lang seine Crew am Set. Aber für so ein Projekt, glaube ich, ist es ausreichend. Man muss auch sagen, es ist natürlich jetzt keine Hochglanzunterhaltung und man sieht auch, dass sie nicht viel Budget hatten. Aber ich finde sowas immer ganz charmant, ganz sympathisch. Okay, jetzt denke ich bei sowas eigentlich automatisch an den Godfather auf deutschem kleinen Budget-Humor, Jerks. Ja. Kann man das damit vergleichen? Ja, schon. Kann man. Allerdings ist Jerks natürlich noch eine ganze Hausnummer höher gesehen. Also was die Erzählung angeht, was die Charaktere angeht, was den Witz angeht. Jerks ist ja wirklich ein Cringe-Fest hoch 10. Da kommt jetzt für Umme nicht hin. Es ist so ein bisschen wie so der kleine Bruder, der den großen Bruder anhimmelt und gerne so wäre wie er. Dafür ist für Umme dann vielleicht doch ein bisschen zu seicht, zu zart beseitet. Und also diese Länge von 10 Minuten pro Folge, die kommen einigen Episoden wirklich zugute, weil da ist halt nicht mehr. Es gibt aber durchaus auch Episoden, wo man sich denkt, eigentlich war das ein ganz nettes Setting, hätte man mehr rausmachen können. Okay. Gibt es bei der Serie eigentlich viel so Lokalkolorit? Das klingt jetzt ein bisschen für Umme so nach Ruhrpott-Romantik. Nein, weil die Serie, glaube ich, in Berlin spielt. Okay, das ist wunderbar. Da hat der Bayer mal so richtig reingedroschen. Ist doch ein dasselbe, ne? Also. Irgendwie alles, was weiter weg ist als Nürnberg. Nördlicher als Nürnberg interessiert es mich nicht mehr. Nee, gut, okay, ja, dann haben wir das abgehakt. Also es gibt schon so Szenen, da sieht man, okay, das ist Berlin, aber sie machen jetzt nicht den Fehler, um jetzt irgendwie auf Teufel komm raus in jeder dritten Szene irgendwie den Alexanderplatz zu zeigen oder so. Oh Gott, ja, oder irgendwelche Graffitis oder. Ja, genau, oder. Es gibt doch dieses wunderschöne Klischee, dass in Berlin eigentlich nur noch Ostdeutsche oder Sachsen wohnen. Damit spielen sie tatsächlich ganz gerne. Okay, gut. Jetzt eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, die vielleicht sogar essentiell wichtig wäre. Was macht denn der dann so für Schauspieljobs, wenn der sich da irgendwie so durchlümmelt? Weil es klingt ja irgendwie so ein bisschen nach Senior Rossi sucht das Glück im Schauspiellager. Macht er dann auch Pornos oder irgendwas? Wäre ja naheliegend. Ja, nicht so ganz. Also die Serie spielt auch sehr gerne mit so Klischees von wegen Pornografie oder so, dass er jetzt ein Porno macht oder vielleicht auf die Knie geht und seinen Produzenten den Piephahn massiert. Aber okay. das so weit gehen sie jetzt nicht. Es ist wäre auch ein ausgelutschtes, billiges Klischee. Ich habe allerdings, und das ist mein größtes Problem mit der Serie, vergleichen wir mal für Umo mit Pastewka. Pastewka ist natürlich auch eine fiktionalisierte Welt von Schauspielern und Darstellern, von dieser Filmwelt, ja, von dieser deutschen Film- und Serienwelt. Und die ist übertrieben, aber trotz allem wirkt sie irgendwie authentisch. Du kannst dir wirklich vorstellen, was da in der Pastewka erzählt wird, passiert auch gerade. Weil für Umme schaffen sie es nicht, diesen schmalen Grat ohne abzurutschen, drauf zu balancieren, weil es wirkt, entweder wirkt es zu klischeesiert oder zu wenig. Es ist ganz seltsam. Also, ich nehme der Serie einfach die Abenteuer von diesem Mo nicht ab. Also, es ist ein Drehbuch, das man dann immer irgendwie durchscheinen
sieht oder wie? Ja, durchaus. Es gibt schon so ein paar Momente, wo ich mir dachte, okay, das klingt jetzt sehr nach Drehbuch. Und auch wenn er, also es gibt eine Situation, wo er mit versteckter Kamera gefilmt werden soll, das aber nicht weiß, also ich wissen dürfte, aber weiß es trotzdem und kommt dann durch Zufall aber in eine Situation, die nicht gespielt ist, aber er rafft es halt nicht. Also so relativ, ja, komplizierter erklärt, als es letztlich ist. Das sind auch so Momente, wo man denkt, oh, da hätte man so viel tolles Zeug draus machen können, aber da sind sie dann doch ein bisschen zu hemdsärmlich. Trauen sie sich nicht. Trauen sie sich nicht, ja. Also es gibt Momente, da hat man das Gefühl, okay, jetzt überschreiten sie die Grenze, jetzt wird total übertrieben. Und dann gibt es hier Momente, wo man sagt, jetzt wäre die Möglichkeit dazu, dann tun sie es nicht. Es ist ganz seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber dieser Agent von diesem Mo, der hat einen Wrestling-Fetisch. Mhm. Ja, und dann gibt es so eine Szene, da liest er halt seinem Klienten die Gliedviten und hat dann noch so einen Beutel Koks da auf seinem Schreibtisch und da muss er ihm dann ja einen Gefallen tun und dafür zieht ihm die Wrestling-Maske ab. Das ist total absurd, aber es ist irgendwie nicht komisch. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht richtig erklären, aber du erklärst es mir gerade, das Setting, ich kapiere das Setting allein schon. Aber egal. Mo hat halt in der Folge halt ein, ja, Achtung, Spoiler. Mo hat bei einem anerkannten Arthouse-Mega-Regisseur, gespielt von Oliver Koritke, einfach mal so die Hauptrolle für seinen neuen Film bekommen. So. Mhm. Und ist jetzt total begeistert und trifft eine Schauspielkollegin an einer Currywurstbude und frisst ihre Currywurst einfach auf, obwohl sie sagt, tu es nicht. Und warum hat sie gesagt, tu es nicht? Nicht, weil sie geizig ist, sondern weil die extra scharf ist. Und Mo sagt dann, ist doch gar nichts und macht da so ein Schärfe-Wettessen und frisst die schärfste Chili des Universums oder so. Woraufhin alle Leute ihm sagen, boah, irgendwas stimmt mit deinen Augenbrauen nicht. Und er im Schärfewahn sich die Augenbrauen abrasiert, weswegen ihn der Regisseur feuert. Mhm. Verstehst du? Ja, gut, ja? Das ist jetzt... Ich denke mir halt, das wäre an und sich eine coole Geschichte, wenn man sie vielleicht irgendwie so ein bisschen in der Hinsicht mehr geerdeter hätte, weil das ist dann irgendwie, da ist zu viel Wahnsinn drin, der da nicht reinpasst, finde ich. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir dann vorher Jerks und Pastewka irgendwie genannt haben, weil die könnten mit so einer Situation echt irgendwie was draus bauen. Weißt, die verknoten das dann vergisst man das als Zuschauer irgendwie und dann am Ende kommt es nochmal raus oder so. Genau, genau. Ich finde es halt schade, weil ich finde, solche Serien sollten unterstützt werden, die relativ autark gedreht wurden und wo, glaube ich, auch viel Herzblut und ja, Eigenkapital, glaube ich, auch. Es ist meistens mehr Arbeit für die Leute, die da dran arbeiten, als für Großproduktion. Ja. Mhm. Aber so richtig überzeugt war ich jetzt nach den 11 Folgen nicht. Also, wenn es eine zweite Staffel geben sollte, werde ich definitiv mal reingucken. Denn seien wir ehrlich, 11 Folgen à 10 Minuten. Es gibt Spielfilme, die dauern länger. Ja, ne? Das ist wahr. Ja. Magst du die Punkte vergeben? Ja, ich gebe, ja, Höhen und Tiefen und weil es dann doch irgendwie seinen Charme hat, gebe ich 3. Gibt immer, ja, knappe immer 3. Einen Bonus. Es gibt immer so ein bisschen Welpenbonus. Ja, komm. Ja, gut, dann. Die 3 Punkte gibt es für Umme. Wer ist eigentlich Umme? Umme, keine Ahnung, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Vielleicht liegt es einfach daran, weil er sich so durchschnurrt. Also er hat eine WG, aber in dieser WG ist nur ein Bett und das machen sie so, er arbeitet tagsüber und sein WG-Gefährte schläft dafür den Tag, weil er ist Notarzt und dann nachts aktiv. Okay, also, naja, gut, okay. Das kann man ja dann, wenn man es unbedingt wissen will, selber anschauen. Ja, gibt's bei Amazon Prime. In der Flatrate kann man gerne mal reingucken, sollte man unterstützen, auch wenn es mir jetzt nicht ganz so toll gefallen hat, aber es hat seine Momente. Ja, Wurst. Ich meine, man kann, ganz ehrlich, es gibt Leute, die schauen sich ja andere Scheiße an. Ja, wie vom Teleschauen zum Beispiel. Eben. Gut, Stu, dann ja, entlassen wir uns mal jetzt in den Feierabend und ja, bedanke mich fürs Gespräch und die Informationen und ja, dann sage ich mal Servus. Tschüss.